Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Chroniken der Drachenwacht. Ja, ich werde jetzt wieder eine Folge aufnehmen, wenn es stimmlich geht, vielleicht gleich noch eine zweite aufnehmen, damit ich quasi eine kleine Vorproduktion habe. Heute geht's stimmlich etwas besser. Die Frage ist halt immer, wenn man aufnimmt, wie lang das anhält. So, wir sind ja noch dabei, hier oben quasi den Fußboden bzw. die Zwischendecke einzuziehen. Da werden wir aber deutlich mehr Holz brauchen. Das heißt, ich werde mal in meine Kisten schauen, ob wir noch was in Reserve haben. Matrix ist auch aktuell auf der Welt. Haben wir da noch Holz? Ah ja, da habe ich Birke, das ist schon mal gut. Kann ich da noch Bretter draus machen? Da haben wir nichts. Wie schaut es in der Holzkiste aus? Da habe ich eine Menge Türen, aber kein Holz selber. Da war, glaube ich, hier irgendwo... Hat irgendwer noch eine Ramschkiste gemacht. Also das ist aber alles nur Tropenholz, das brauchen wir nicht. Wie schaut es hier aus? Brauchen wir auch nicht. Schau mal, wie viel kriegen wir denn raus aus dem Ganzen? Ja, doch zwei Stacks von denen, aber wir werden auf jeden Fall eine Menge Stufen noch brauchen. Schauen wir mal. Ist jetzt 30, ist auch nicht wirklich viel. Sollten da vielleicht noch ein bisschen was abholzen gehen. Dann werden wir uns aber noch eine Eisenspitzhacke machen. Ich meine, nicht Spitzhacke, eine Eisenaxt. Die andere fliegt schon halb auseinander. Haben wir noch Stickies? Nicht wirklich. Wie schaut es in unserer Holzkiste aus? Da haben wir auch nicht wirklich Stickies. Aber ich kann mir hier ja noch welche machen. Oh. Der Hund sitzt wieder in der Kiste. Na, passt du auf das Ganze. Ah ja, in der Fleischkiste sitzt er. Kein Wunder. Und die Bewohner werden schon wieder total verrückt. Oh, deswegen. Es ist Nacht. Wenn man da direkt an der Mauer steht, dann sieht man das nicht immer gleich. Aber so, wie sie durchgedreht sind und die ganzen Türen auf und zu geknallt haben, war das schon ein Anzeichen, dass finster wird. So, dann tun wir da mal alles. Mal alles hier abholzen. Wir brauchen eh jede Menge Birke. Genau, es kamen auch wieder Vorschläge von euch. Punkto Blumen. Dass wir einen Blumenstand machen könnten. Auf dem Markt, quasi so ein Marktstand für Blumen. Würde ja irgendwie auch passen in die Tradition des Drei-Elben-Lands. Es gibt ja schon in Hundsgrab dem eben Blumenstand, dann auf der Drachenwacht gibt es ja auch ein Blumengeschäft. Warum also auch nicht hier quasi einen Blumenstand, Blumenladen machen? Und den Rest können wir dann auch noch schon mal für die Innenbegrünung der Drachenwacht nehmen. Oder wir machen irgendwo wirklich so
dass wir irgendwo wirklich die Blumen quasi anbauen. So. Da müssten wir eigentlich jetzt auch schon wieder einiges an Holz haben. 51. Da kriegen wir eher einen guten Stack circa zusammen. Wenn wir da alles rausreißen, die ganzen Bäume fällen, dann haben wir 56. Da müssten wir eigentlich ganz gut vorankommen. Wenn die Zwischendecke mal steht, dann kann man uns als nächstes dann um den Keller unten kümmern. Dass wir da dann schauen. Aber es geht auf jeden Fall Schritt für Schritt. Geht's weiter. Stimmlich geht es einigermaßen. Ich hoffe, es bleibt so. Ich lasse jetzt unten noch immer den Baumstumpf quasi unten immer stehen. Dann weiß ich immer, wo die Bäume gepflanzt waren, die schon gewachsen sind, und setze an der Stelle neue, sobald ich da durch bin mit den Holzen. So, jetzt haben wir, naja, 94. Ja, da kriegen wir einiges an Holz zusammen. Ja, irgendwo. Ah, jetzt. So. Und da haben wir teils eh noch welche, die noch nicht gewachsen sind. Gut, eine ganze Menge Blätter. Zwölf Setzlinge. Gut, da kann man dann eh schon wieder anfangen. So, einer zu viel. Ich hoffe, von der Lautstärke passt es einigermaßen, weil bei den Folgen letzte Woche, ich meine generell bei den Projekten, gab es dann doch das eine oder andere Kommentar, da von den Leuten sich manchmal etwas zu leise war im Vergleich zur Musik und so. Das heißt, ich werde schauen, dass ich das etwas besser abmische. Das dürfte teilweise auch bei YouTube liegen, dass die nach dem Hochladen und beim Verarbeiten irgendwie der Sound von seitens YouTube runtergeregelt wird. Ich meine, das war ja immer schon der Fall. Aber es dürfte teilweise etwas stärker sein, weil wenn ich es vergleiche, ich spiele es auf YouTube ab und ich spiele meine Originaldatei ab, wo ich es quasi selber dann bearbeitet und halt abgemischt habe von der Lautstärke. Bei mir am Computer passt es. Wenn ich dann das hochgeladene Video abspiele, merke ich schon, dass es leiser ist. So, dann hier noch. Ja. Ich bin auch gespannt, ob die Zeitphänomene immer noch da sind. Bei der letzten Folge, wo ich aufgenommen habe, da gab es ja immer wieder das Phänomen, dass die Zeit, auch wenn der Sturm weg ist, die Zeit immer wieder kurz stehen geblieben ist. Oder dort und da mal für eine Sekunde irgendwie zurückgesprungen ist. Gut. Schauen wir noch, ob irgendwo noch Setzlinge rumliegen.
aber nicht wirklich. Aber es macht nichts. Wir haben jetzt 114. Da kriegen wir schon ein, da können wir schon wieder einiges an neuem Baumaterial machen. Na, wie geht's euch so? Alles in Ordnung? Haben wir irgendwas zum Füttern? Fisch? Ah, beim nächsten Mal, wenn ich vorbeikomme, gibt's dann einmal eine große Fütterung. Oh, dann geht's soweit auch gut. Die bellen auch alle. Auch der Esel ist zufrieden. So, ich mach mal einen Schluck. Wenn wir da oben arbeiten, dann könnte ich mir da eigentlich auch irgendwo provisorisch eine Werkbank eigentlich hinstellen. Vielleicht hier so. Also. Ah, da haben wir jetzt schon ein paar Stacks am Brettern. So. Die Wohner sind auch neugierig und schauen gleich, was hier los ist, ob es was Neues zu sehen gibt. Die wollen alle quasi schon ihrer Arbeit nachgehen, beziehungsweise Anträge abgeben, für die derzeit noch niemand zuständig ist. Kiste ich auch gleich mal hingestellt. Dann können wir da einen Teil des Holzes mal reinlegen. Und dann sehen wir eh, was wir dann noch brauchen insgesamt. Weil unten werden wir ja auch noch was brauchen. So, Treppen. Jetzt haben wir Treppen. Birkenholzstufen werden wir aber auch noch ein paar brauchen. Da werde ich mir nur so einen halben Stack nehmen. Müsste reichen, genau. Haben wir da auch mal genug? Oh, es wird langsam wieder finster. Das müssen wir im Auge behalten. Aber ich habe zum Glück mein Bett mit. Oder nicht zum Glück, ich habe es ja eigentlich immer dabei. So. Wenn wir da eine Runde legen, dann müssen wir uns wahrscheinlich eh schon wieder ins Bett verkriechen. So, haben wir zumindest eine Länge geschafft. Schauen wir gleich mal runter, weil die Bewohner beginnen teilweise jetzt schon zu rennen. Können wir schon? Ah, noch nicht. Sieht man hier was? Okay, da sehe ich gar nichts. Ah, aber jetzt schaut so aus. Nö, immer noch nicht. Es ist rot, ich kann nicht schlafen. Okay, das eine Bett funktioniert nicht. Schauen wir mal, ob Matrix auch schon schläft. Ah, komisch. Ich werde es einfach mal neu aufbauen. So, haben wir eigentlich Fackeln? Ich habe fast keine Fackeln mehr. Oh ja, doch, 32. Fackeln haben wir eigentlich auch noch genug, um das Ganze entsprechend beleuchten zu können. Damit uns da nicht dann irgendwelche Monster auf der Baustelle spawnen, was wir hier schon hatten. Beziehungsweise ist Hundsgraben warnendes Beispiel. Bei der Zeche Mojang, wo ja immer wieder in der großen Halle immer wieder Monster gespawnt sind und auch in der Werkhalle. Ansonsten
muss ich mich mal wieder informieren, was in meiner Abwesenheit so alles passiert ist. Hier auf der Drachenwacht dauert es ja manchmal etwas länger, bis irgendwelche Nachrichten ankommen. Man erfahrt dann nicht immer gleich alles. Nur zuletzt war es extrem ruhig. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung und nichts passiert. So. So, dann kann ich hier eigentlich professorisch auch mal Fackeln hintun. Für den Fall der Fälle. Ah, habe ich hier was vergessen? Ich glaube, ich sehe gerade, ich habe hier einen Block nicht eingebaut. Und hier drüben auch nicht. Kann das sein? Also, dass ich hier noch einiges korrigieren muss, weil hier finden auch auf der Seite überall die ganzen Säulen noch zum Fertigmachen. Au! Das war nicht so intelligent. Stufen, Stufen. Ah ja, die haben wir hier, dann brauchen wir die Axt. Wir müssen uns ja ein bisschen konzentrieren. Ich versuche halt etwas meine Stimme zu schonen. Also falls ich etwas weniger rede als sonst, bitte ich das zu entschuldigen. Ich werde dann in der Nachbearbeitung auch schauen, dass es von der Lautstärke her passt. So, beziehungsweise falls nicht, schreibt es mir in die Kommentare, sollte ich zu leise sein. Natürlich umgekehrt, falls es zu laut wird, weil ich es vielleicht übertrieben habe mit der Nachbearbeitung, könnt ihr es mir natürlich genauso reinschreiben. Ich versuche mit den Möglichkeiten halt das Beste rauszuholen. Aber vielleicht kann ich es mir irgendwann auch leisten, dass ich mir ein Standmikrofon kaufe. Wo dann die Soundqualität dann auch nochmal eine bessere sein sollte. Es gibt da doch ein paar interessante, ich habe mir leider jetzt den Namen nicht gemerkt. Ich war da auf so einer Testseite für Studiomikrofone. Da bin ich auf Twitter quasi, folgt mir eben so eine Testseite, die auch Mikrofone testen. Und dadurch bin ich dann auf einen Test von denen aufmerksam geworden, wo auch ein Mikrofon, was gar nicht so arg teuer ist, quasi wenn man Geld hat und einen Job hätte, was gar nicht so teuer wäre. Was auch schon einen eingebauten Popschutz hat. Das heißt, man braucht keinen Popschutz, nichts dazu kaufen. Kann das Ding so nutzen, wie es ist und auch über USB. Ist auch super. Man braucht auch kein, wenn ich es richtig gelesen habe, braucht man auch kein Mischpult oder so dazu, sondern man kann das Ding so, wie es ist, direkt verwenden. Und soll auch gute Qualität abliefern. Also ich habe mir auch Videos angehört, wo Leute Videos online gestellt haben, die selber Mikrofontests gemacht haben. Ich war gleich im Radiosender, wo so ein Moderator Mikrofone getestet hat und auch das vorgestellt hat. Ich werde dann noch nachschauen, welches es ist. Und
Warte, ich muss kurze Pause machen. Nicht wundern, wenn ich kurz ruhig bin an mein Handy. Hat gerade Meldung gemacht. Ah. Tomcat hat da auf eines meiner Kommentare geantwortet. Bei meinem Handy dauert es manchmal länger, wenn die Vibrationfunktion angeht, wenn die Nachricht da ist. Hängt das gefühlsmäßig manchmal etwas und dann muss man kurz das Handy quasi Display aktivieren und dann verschwindet und dann hört es eh wieder auf. Aber nicht, dass man das dann in der halben Aufnahme vielleicht drinnen hat. So. Ein kleiner Baufehler. So, dann hätten wir nämlich da wieder einen Abschnitt. Ja. So. Genau, weil da ist quasi der Bereich, den man nutzen kann, wo es etwas höher ist. Beziehungsweise hier dann so rüber. Ich meine, hätte natürlich auch was, wenn man von hier so runterschauen könnte. Andererseits ist halt dann der Platz, den man wirklich nutzen kann. Was sieht jeder, da hat man sich schon halb den Kopf an. Wenn man da noch Regale und irgendwas reinmacht, dann ist das eh schon wieder zur Hälfte zugebaut. Drum werde ich es wahrscheinlich wirklich komplett, glaube ich, zumachen. Weil da oben ja dann auch so ein bisschen so teilweise ein bisschen was zum Lagern, wie Privaträumlichkeiten. Und da müssen ja dann nicht quasi alle zuschauen können. Ah, und ich sehe gerade, wir sind bei 22 Minuten. Das heißt, ich werde an der Stelle eine Pause machen, Kleinigkeit trinken und dann vielleicht noch eine Folge gleich hinten nach aufnehmen. Nachdem wir das komplett hier alles zubauen, werde ich wahrscheinlich die Treppe dann auch nochmal verbreitern. Ich glaube, das würde besser ausschauen, wenn wir da eine breite Treppe rauf haben. Das kann man ruhig wie unten machen. Kann ruhig auch die Treppe zum Dachgeschoss etwas breiter sein. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge auf der Drachenwacht. Tschüss!